kurzem startete Microsoft mit dem Lumia 950 und der größeren XL-Variante ins Windows 10-Zeitalter zum stolzen Preis von 600 bzw. 700 Euro. Technisch wussten die Flaggschiffe auch zu gefallen, wenn da nicht diese billige Plastikoptik wäre. Das dachte sich wohl auch der Software-Gigant selbst und stattete das neue Lumia 650 mit einem edleren Metallrahmen aus und das für deutlich günstigere 230 Euro. Der Preis zeigt es schon, das Lumia 650 ist wahrlich kein High-End-Smartphone, sondern eher das Gegenteil. Als Prozessor kommt zwar Qualcomms neuester Spross aus der 200er-Reihe zum Einsatz, die gehört aber eher zur Einsteigerklasse. Ebenso wie der 1 GB Arbeitsspeicher, der doch sehr, sehr klein ausfällt. In Zeiten von feilschnellen 8-Kern-Prozessoren haut das wahrlich keinen mehr vom Hocker, doch Windows 10 Mobile gibt sich bescheiden und kommt mit den kleinen Reserven hervorragend zurecht. Die Navigation durchs Menü und über die Windows-Oberfläche läuft flüssig und ohne spürbare Verzögerung. Dafür hat Microsoft nicht am Speicherplatz gespart. Von den 16 GB, die man bewirbt, stehen immerhin 11,3 GB zur Verfügung. Die lassen sich auch nochmal mit einer MicroSD-Karte um weitere 200 GB erweitern. Als Multimedia-Bespaßer für unterwegs eignet sich das Lumia dennoch nicht wirklich. Der Akku fällt mit 2000 mAh nämlich sehr klein aus. Das Highlight ist ganz klar die Optik, was man von den Lumias ja zuletzt nicht wirklich sagen konnte. Mit einem Gewicht von 122 Gramm ist es nicht nur extrem leicht, es liegt mit seinen gut 7 mm auch richtig, richtig gut in der Hand. Das ist auch dem 5 Zoll großen Bildschirm zu verdanken. Der löst zwar nur in HD auf, hat es aber trotzdem in sich. Microsoft verbraucht nämlich zum ersten Mal in den unteren Preisregionen ein helles AMOLED-Display. Die Inhalte sehen so erfreulich farbenfroh und kontrastreich aus, dafür haben aber die weißen Töne etwas zu viel Farbe abbekommen. Das alles macht sich auch bei Schnappschüssen bei Tageslicht mit der guten Kamera bemerkbar. Und was bleibt am Ende vom Lumia 650? Naja, zunächst einmal die hochwertige Verarbeitung, die überzeugt nämlich und macht es auch zu einem interessanten Business-Handy. Dazu ist auch die Leistung des ressourcenschonenden Windows 10 Mobile im Alltag vollkommen ausreichend. Doch die Android-Konkurrenz ist stark. Huawei's P8 Lite oder das Honor 5X bieten nämlich viel bessere Technik, ähnlich viel Metall und kosten genauso viel oder sogar weniger.